Das ist Groß-Basel und das ist Klein-Basel. Ich bin der Reiseführer von Basel. Ja, hier ist meine Hut. Ich bin gerne in der Schweiz. Und jetzt in Basel bin ich auch schon 3 Wochen. Ich mag das sehr gerne hier. Es hat was sehr Leichtfüßiges, Luftiges. Und gleichzeitig ist es sehr überschaubar. Man kann hier wunderbar rumlaufen, kann alles zu Fuß machen. Es gibt sehr nette Cafés, es gibt sehr nette Restaurants. Es hat was sehr Wohliges. Guten Morgen! Was gibt's zu essen heute? Bulgur Spieß mit Tomatenbulgur. Ah, Tomatenbulgur? Ja. Ah. Und deshalb Linsensuppe. Ah, okay. Hier haben wir nämlich immer gegessen. Die haben wir gegessen, weil das ist ein wunderbares kurdisches Ehepaar, die kochen jeden Tag. Ah, sehr lecker, sehr gut. Und für den Kaffee komme ich noch vorbei wieder. Ja? Schönen Tag. So. Hier kann man ununterbrochen stundenlang laufen, also oft am Nachmittag laufe ich 1,5 bis 2 Stunden durch Basel. Der Rhein. Und was man auch nicht weiß, ist, meine Brille ist auch aus Basel. Ein Optiker aus Basel hat mich gefragt, ob er mir eine Brille bauen dürfte. Da habe ich gesagt, ja, von mir aus. Und dann hat er diese Brille, haben wir die zusammen entworfen. Und dann hat er mir diese Brille gebaut. Mit langen Bügeln hinterm Ohr. Damit ich, weil ich so einen dicken Kopf habe und lange Ohren nach hinten. Und es wird ständig Straßenbahn, wie man merkt. Das ist echt. Du weißt nie, bleiben die stehen oder fahren die? Ich bin auch Musikerin, ich bin Geigerin. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in Basel. Ja, das ist lieb. Ich zeige es niemandem dafür. Machen Sie das nicht. Es sei denn, es ist wunderschön. Oh, das könnte ich jedem zeigen. Das sieht super aus. Nur Freunde. Ja, alles klar. Danke. Tschüss, ne? Bis später. So.